Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind Folge Nummer 18 von Simo Trans mit dem Comic-Pack. Ja, wir sind in Naumburg gelandet. Da müssen wir für dieses Haus hier eine Bushaltestelle machen, die hier hin muss. Und dann müssen wir noch weiter gucken. Da geht es ja auch noch nach oben. Weiß jetzt gar nicht. Da müsste dann doch vielleicht was zwischen an sein. Weiß ich aber nicht. Ich würde sagen, nach dem Intro gucken wir uns das dann an. Ne? Bis gleich. So, dann wollen wir mal schauen, dass wir hier die Bushaltestelle setzen, die dort ist. Das ist schon fertig dann. Dann geht es hierhin in die Stadtbus-Naumburg-Geschichte. Da auf dem Fahrplan, wir müssen zum Rathaus wieder hin und dann in diese Haltestelle. Das war's dann schon. Dann läuft das hier und jetzt gehen wir weiter gucken, welche Städtchen hier oben noch war. Bad Zwischenahn passt. Aber bei Zwischenahn ist alles abgedeckt. Da gibt es noch einen Hafen, der mit 3 Passagieren besetzt ist. Alles gut, soweit. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir alles schon haben. Ich gehe mal von aus nicht. Ach so, das war die orthodoxe Kirche. Da ist nichts. Zittau haben wir schon geguckt. Das war abgedeckt. Öhr ist eine Stelle, die wir machen müssen. Öhr braucht ein Stück Straße bis dahin und braucht eine Haltestelle dahin. Und dann brauchen wir den Stadtbus Öhr, wenn es den gibt. Den gibt es nämlich noch gar nicht. Weil da gibt es nur die Fernroute. Okay, das bedeutet, dieses Fahrzeug auswählen, neue Linie. Und die Linie ist von hier nach hier. Das ist Stadtbus Öhr. Schuss ist richtig. Können wir schließen? Können wir schließen? Können wir ja auch noch so machen. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir oben hinkommen. Wobei mit man wahrscheinlich. Das ist weiter Stadt. Mit man müsste ja hier diese Richtung sein, oder? Hier müssen wir das Depot aufrufen. Ne, Jena ist verkehrt. Das heißt, hier ist Mettmann. Da brauchen wir noch ein Pferdegespann mit einer Kutsche hinter. Und zwar geht die Reise dann auf die neue Linie, die da Stadtbus Öhr heißt. Stadtbus Öhr, da ist es. Und kann starten. Fertig. Erledigt. Hier haben wir gerade geguckt, ist alles fertig. Aber hier ist Jena und Jena braucht schon wieder eine Linie mehr. Warte mal, das ist jetzt hier. Da müssen wir hin. Dafür müssen wir auch das Geländewerkzeug haben. Das, warte mal, das war jetzt hier, ne? 1, 2, da. Und ich glaube, da auch. Und da müssen wir eine Rampe hin machen, die so aussieht. Hoffe ich. Nein, die sieht nicht so aus. Das war die ganze Höhe. Wir brauchen nur eine halbe Höhe. Das müsste die sein. Dann passt's. Ja, das mit den halben Höhen, da muss ich hier dann gucken. Ne? Das ist für mich dann noch ein bisschen schwierig. Aber das kriegen wir auch noch hin. Ne? So. Und dann dahin. Bushaltestelle dorthin. Passt. Und dann müssen wir den Stadtbus Jena ändern. Der ist da, das ist da, Rathaus und dahin und passt. So, dann hat der Stadtbus hier auch ein neues Ziel und alles ist wieder drin. Ja, ich glaube, wir gehen mal auf die Map hier, machen die mal gerade einen Tacken größer. Wir sind jetzt wo gewesen? Weiter Stadt, nee. Gucken wir mal hier. Zittau hatten wir schon angeguckt. Jena waren wir jetzt gerade. Passt. Hier in Mettmann ist alles unter Kontrolle, oder? Ja, sieht gut aus. Dann haben wir hier noch Eislingen. Ist auch abgedeckt. Das war Weiterstadt, ne? Netven war das. Hamburg, auch noch gut. Dann sind wir hier bei Roßlau. Ah, Roßlau hat hier was gebaut. Das bedeutet, die Karte mal gerade darunter geschoben und wir müssen gucken, wo wir hier hin müssen.
Genau an diese Stelle müssen wir. Gut, Bagger. Ausheben diese Stelle. Und dann kann das zu eigentlich, weil wir jetzt hier nur so rumbauen. Die Bushaltestelle dahin und alles ist gut, oder? Und dann gehen wir hier in die Haltelinie, Stadtbus. Stadtbus Roslau ist da. Fahrplan. Das heißt, Roslau Rathaus ist als erstes ausgewählt. Das heißt so und dann passt es. Gut, das läuft auch. Karte wieder hoch. Das ist alles nichts. Nur da gibt es einen Ort dann als nächstes, der Lübeck heißt. Alles fertig hier bei Lübeck. Ja, und dann geht noch einer hier oben hin. Nach irgendwas mit A, Attendorn. Attendorn ist aber abgedeckt. Dann haben wir hier auf der anderen Seite noch, was haben wir hier? Achso, das war die Vier-Städte-Tour oder Touristenattraktion. Hier ist nix und der zweite Ort hier oben ist auch noch nix. Hat über den einzigsten See eine Brücke gebaut. Cool, ne? Gut, das bedeutet, wir sind da durch mit den ganzen Bebauungen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir schauen, wo stehen denn die meisten Leute, ne? Da Liste, Verwaltung, Haltestelle, wartend und dann die meisten zuerst. So, Mettmann stehen sie, ne? 178 Passagiere warten da. Erlkönig hier. Wo wollen die denn alle hin? 75 wollen zum Rathaus. 18 wollen nach Eislingen, aber die zum Rathaus sind ja schon mal der Bringer, oder? Das bedeutet, die Kutsche, die da fährt, ist nur eine, die können wir gleich verdoppeln, oder? Stadtbus Mettmann Fahrplan. Statistik, ne, Fahrzeugdetails. Ich dachte, hier gibt es jetzt einen Button, dass ich es kopieren kann, aber das war wohl irgendwie nicht hier, oder? Gut, das bedeutet hier rein, Pferdchen, Kutsche, Stadtbus Mettmann. Und starten. Passt erstmal. Den lassen wir alles offen. Verlässt das Depot. Da ist er. Wer zuerst wohin? Zum Rathaus. Sehr gut. Haben wir das nicht schon gemacht? Und da fahren schon sowieso schon zwei Kutschen? Ne, da fahren schon zwei Kutschen. Der fährt zum Erlkönigweg, ne? Und hat keinen geladen. Der fährt auch zum Erlkönigweg, hat auch keinen geladen. Ist im Rathaus, steht denn am Rathaus niemand? Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Über Mettmann Erlkönigweg. Da, die hätten laden müssen. Warum tun die das nicht? Die haben einen tollen Bug dran, oder was? Mettmann Rathaus zurückgeht. Nochmal schneller. So, er kommt an und. Ach, der hat schon welche, oder wie? Ah ne, der fährt schon zurück. Zurückgeht. Nur hin nicht. Er hat auch keine. Was läuft hier falsch? Treizampfer Eisling Rathaus über H über Mettmann. Ach so, das hatten wir letztes Mal schon, ne, da festgestellt, oder? Woran lag das? Verbindung, Fabrik keine, Stadtbus Mettmann, weil wir vielleicht ein einzelnes Fahrzeug, direkte Verkehrsverbindung, hier sind sie wahrscheinlich, ne? Da sprachen wir schon drüber, oder? Tonani, Mettmann Erlkönig,
Ja, schwierig jetzt, ne? Jetzt brauche ich eine Fahrzeugliste erstmal hier. Wo sehe ich die Linie? Sehe ich hier eine Linie? Ah, da steht sie. Überall sehe ich eine Linie dran. Überall sind Linien dran. Vielleicht sind die ja ganz unten. Motorschiffe ohne Ende und hier ist überall ist eine Linie. Ich habe keinen falschen. Aber warum steigen die nicht ein? Das ist die Frage. Was ist das für eine Haltestelle? Ist die Haltestelle verkehrt? Passagiere und Post. Mach mal zu. Das ist jetzt hier mit Mandornani-Straße. Ich muss hier gucken. Passagiere, Post. Wer hat denn jetzt welche mitgenommen? Weil da waren da nicht vorher 18 oder vertue ich mich? Passagiere warten am Erlkönig, ist klar. So, wo ist er jetzt hier? Ach, warte mal, die fahren. Ach, ja, weil die ja verschiedene Haltestellen anfahren. Die fahren ja nicht alle immer zum Erlkönig, oder? Wir haben ja hier das, deswegen werden nicht immer welche mitgenommen. Alles klar, ich glaube, da war mein Fehldenken. Hier sind sie wahrscheinlich drinnen, ne? Ja, der hat jetzt welche genommen. Jetzt müssen wir hier gucken. Welche ist das jetzt? Hier ist das, ne? Der fährt jetzt nach Färberstraße. Dann nimmt natürlich niemand mit, ist klar. Fahrziel Mettmann Rathaus ist jetzt hier. Auch niemand mitgenommen. Wo ist er jetzt hier gerade? Ganz weit weg. Färberstraße, okay. Lass uns nochmal den aufmachen und gucken, wie es weniger wird. Wenn es denn weniger wird. 15 sind das jetzt. So, jetzt nur noch 14. Aber eigentlich hätten sie alle einsteigen müssen, oder? Wohl, er hat jetzt hier 6 Donner. Fährt zum Erlkönig. Fährt auch zum Erlkönig, hat auch 6 drin. Und er fährt auch zum Erlkönig, hat auch 6 drin. Nee, das passiert, das funktioniert. Nur falsch geguckt wahrscheinlich, das passt schon. Jetzt haben wir da 3 drin. Ist nur die Frage, wie viele stehen hier unten noch, aber das wird auch mit der Zeit weniger werden. Ach so, das ist hier oben offen. Da stehen 91, 64 sind noch mit dem Rathaus unterwegs. Aber wir haben ja jetzt 3 Kutschen da. Eigentlich sollte das jetzt nicht das Problem werden, oder? So, die sind schon ausgestiegen da. Lass mal gerade schneller laufen. Ja, sie sind auf jeden Fall leer geworden. Jetzt alles leer weniger geworden. Wann kommt denn hier der nächste Zug vorbei? Hm? Gar nicht wahrscheinlich, oder? So, jetzt fahren sie da hinten alle zur Fähre. Straße. Und jetzt biegen sie alle hier ab und holen da die Leute weg. Jetzt sind nur noch 29 da. Jetzt fahren sie wieder die anderen Bushaltestellen alle an. Na, da kommt jetzt der Zug. Jetzt sind wir 30 nach Mettmann Rathaus. Und jetzt sind wir 60 nach Mettmann Rathaus. Okay, sind aber weniger wie letztes Mal. Vielleicht wird das auf Dauer klappen dann. Gut, dann haben wir das aber geklärt. Fahren die? Ja, die fahren, okay.
sind wir passend unterwegs, würde ich sagen. Und ja, wir müssen dann mal gucken, dass wir die nächsten Linien hier nochmal, ne, das war verkehrt, die nächsten Haltestellen nochmal checken. Jena Rathaus, stehen 115 Leute. Wo wollen die alle hin? Zielort. Eislingen. Attendorn. Dreie sind intern. Jetzt kommt der Zug auch schon hier an. Jetzt sind es gleich noch mehr, aber ich glaube, da müssen wir in der nächsten Folge nochmal dran genau schauen, wer was wo machen müssen, was für Fahrzeuge noch wo sind. Und das kriegen wir aber alles in der nächsten Folge hin, würde ich sagen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keiner wollt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.